Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Sims Mittelalter. Den Quest, den ich heute bestreiten werde, ist die Bücherverbrennung. Yep. Sei es gut, wenn ich auch einen Barden hätte, habe ich leider nicht, ist mir aber egal. Gut, letzte Nacht, als Graf Leonard den Große vor dem Schlafengehen noch einmal aus dem Fenster blickte, sah er weit draußen im Wald etwas leuchten und Gerüchte, Ohren gekommen, Menge Bücher verbrannt, muss der Situation auf den Grund gehen. Gut, zuerst werde ich zwei neue Gesetze verfassen, zum Schauplatz gehen und dann einen Bären jagen. So, und danach werde ich die Verbrennungen untersuchen. Ja, ich habe mir den Bären erlegt, das ist mir jetzt wurscht. Geht eigentlich mehr darum. Als Graf Leonard der Große auf die Lichtung stieß, spürte er bereits die Wärme des Feuers auf seinem Gesicht. Dort lagen viele Bücher und sie alle standen in Flammen. Leonard blickte die versammelten Leute erstaunt an und fragte sich, wie sie so fröhlich sein konnten, feiernd in ihrem Haus für das geschriebene Wort. Als das Feuer langsam erlosch, kehrten die Bauern in die Stadt zurück. Graf Leonard, der Große, folgte ihnen und brannte darauf, sie zur Rede zu stellen. Gut, jetzt muss ich... ich brauche eine bessere Beziehung, das gibt's ja nicht. Wehe, geht's weg. Kann ich mit irgendeinem reden ohne? Nein. Ich muss mich mit ihnen anfreunden. Na toll. Gut. Also ich muss mich mit jedem gut stellen. Ah, ich muss mich nur mit einem gut stellen, das ist gut. Nun, Meister, ich kann überhaupt nicht lesen. Also welchen Nutzen haben diese Bücher für uns? Keinen. Doch auf diesem Feuer können wir gemeinsam kochen. Ziemlich lecker, falls du mich fragst. Okay, und jetzt muss ich ein neues Bildungsgesetz verfassen. Das heißt, ich kehre in mein Königreich zurück. Leute, ich schneide kurz. Ihr seht mich, wenn ich gesättigt bin. Also, bis gleich. Gut, ich bin wieder zurück. So. Also, ich werde mit dem einen Typen über das neue Bildungsgesetz reden. Aber wie es ausschaut, muss ich mich wieder mit ihm gut stellen. Gut, passt. Das erledigt. Was für Lehrer soll das Königreich engagieren? Einheimische Lehrer oder fremdländische Lehrer? Ich sage, einheimische Lehrer. Professorin Monika Lehrerjob anbieten. Gut, Monika. Where are you? Gut, wo ist sie denn, die gute Frau? Ah, da. Gut. Ich vertraue ganz auf die gelbe Markierung über den Sims-Köpfen, weil sonst... Ich habe doch keine Ahnung, wer diese Monika ist. Ich kenne die ja gar nicht. Aber sie ist ganz weit weg, sehe ich gerade. Ach, das gibt's nicht. Jetzt muss ich mit... Das ist ein verlockendes Angebot. Ich komme ganz gut alleine zurecht, indem die Adligen oder Bauern ein, zwei Dinge beibringen. Wenn du mir einen Anreiz anbieten willst, musst du mir ein Stück Land versprechen. Falls du mir ein örtliches Herzogtum beschaffen kannst, werde ich deinen Bauern verschwinden.
Jetzt muss ich mit dem königlichen Berater drüber reden und wieder quer durchs Königreich hatschen. Das gibt's ja nicht. Wir haben im Moment keine freien Herzogtümer zum Verschenken auf Lager. Es gibt ein Stück Land am Rande von Werkslohn, aber kürzlich von Barbaren eingenommen wurde. Die müsste man erstmal vertreiben, um ein richtiges Herzogtum daraus zu machen. Kampf gegen Barbaren planen. Okay. Habe ich auch noch nie gemacht. Ist ganz neu für mich. Oh, cool, eine Figur. Und jetzt? Und jetzt schiebt er die Figur. Und jetzt schiebt er nochmal Figuren. Der Schlachtplan ist jemand stichfest. Jetzt muss ich nur noch vom Angriff auf diese Barbaren anführen, wenn wir vom... Gut, jetzt muss ich... Das spreche ich. Also, jetzt ist es meine Aufgabe, die Barbaren zu vertreiben. Und das mache ich auch gleich. Wo ist denn der Wand? Der Wald. Da ist der Wald. Barbaren vertreiben. Gute. Eigentlich sollte das doch irgendwie gelb markiert sein. Graf Leonard der Große ging gerade durch den Wald, als er zur Seite schaute und einen verletzten kleinen rosa Elfe erblickte, die in einem Kreis aus Staubbild mit einem eingeklemmten Flügel flatterte. Ich helfe ihr. Honig erhalten, cool. Gut, ich befreie sie. Mitgefühl. Geschenke, 50 EP und Honig. Gut, und jetzt? Was das? So, jetzt kann ich ihr das Herzogtum geben. Der Kampf endete siegreich und das Land ging zurück an seinen rechtmäßigen Besitzer, mich. Wenn ich dieses neu eroberte Herzogtum Professorin Monika überlasse, wird sie, wie versprochen, die Bauern von Kail und Kingdom unterrichten. Nicht F4, sondern nur 4-Taste, wollte ich drücken. Hoffentlich ist nichts passiert. Kurz noch die Zeit kontrolliert. Ich bin dankbar, damit könnte ich systematisch Unterricht einteilen. Eine Lesefibel kaufen. Aha. Okay. Eine Lesefibel. Wartet kurz, Leute, ich schneide das und suche die Lesefibel. Ich bin blöd. Eine Lesefibel kann man nicht im Gestaltungsmodus kaufen, sondern im Dorf. Gut, habe ich eine Lesefibel gekauft. Und ich gebe ihr die Lesefibel. Na, ich habe jetzt wirklich lang gesucht, aber... Dumm, einfach nur dumm. Das hätte ich mir gleich denken können, dass das im Dorf zu kaufen ist. Ja, kann auch nichts machen. Danke, ich müsste jetzt alles haben. Jetzt muss ich mit dem Bauern reden. Also Moment, da. In den Wald schicken, wenn ich der Quest beendet wird, werde ich dann... Ich werde dann essen und schlafen, weil ich bin schon ziemlich ausgebaut. Wo ist die verdammte Frau? Na, ich gehe jetzt nicht in den Wald. Also, ihr seht mich dann vor dem Wald, weil ich, ja, so wie immer, schlafen und kochen muss. Also, bis gleich. So, jetzt gehe ich in den Wald. Puh. Ich hoffe, ich habe die Quest ist damit beendet. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber das sind depperte schreiende Kinder draußen.
Graf Leonhard der Große ging Waldlichtung und sah die Bahn, bla bla bla, Lehrkraft Bücher, haben viel Spaß. Ja. Ja, geschafft. Level 7. Perfekt, und jetzt kann ich... Moment. Ja, im nächsten Part werde ich dann wieder was bauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.